Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir legen heute dem Deutschen Bundestag den Alterssicherungsbericht und den Rentenversicherungsbericht vor. Und damit verbunden sind zwei wichtige Nachrichten. Erstens. Die älteren Menschen in Deutschland leben ganz überwiegend in gesicherten finanziellen Verhältnissen. Und zweitens. Die Rentenversicherung folgt dem Prinzip der Lebensleistung. Es geht also um soziale Sicherheit, es geht auch um soziale Gerechtigkeit und Stabilität. Und darum kümmern wir uns in dieser Koalition. Ganz konkret bedeutet das, dass die Haushaltseinkommen der Menschen ab 65 Jahren in den Jahren 2015 bis 2019 im Schnitt um 14% gestiegen sind. Im Vergleich übrigens dazu die Lebenshaltungskosten um 5,3%. Damit sichern wir ein Grundversprechen des Generationenvertrages ab, nämlich dass Rentnerinnen und Rentner Anteil am steigenden Wohlstand der in Deutschland erwirtschafteten Wirtschaftsleistung haben, und zwar im gleichen Maß wie die Menschen, die in Arbeit sind. Wichtig ist auch, dass die Rentenversicherung stabil ist. Die Sicherungsreserve ist gut gefüllt und die Renten sind gestiegen, jedenfalls bis zum letzten Jahr, bis vor der Corona-Krise. Das liegt nicht nur an der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre vor der Corona-Krise und der steigenden Zahl von Beschäftigten. Es liegt auch an rentenpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre und auch in dieser Legislaturperiode. Ich will erwähnen den Rentenpakt I, den wir auf den Weg gebracht haben, mit dem wir das Rentenniveau gesichert haben. Ich will erwähnen die Verbesserungen beim Thema der Mütterrente. Ich will erwähnen, dass wir zumindest für zukünftige Fälle bei der Erwerbsminderung Verbesserungen eingeführt haben. Ich will erwähnen, dass wir die Beiträge gesenkt haben für 3 Millionen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler mit geringem Einkommen, also bis 1.300 Euro, ohne dass sie sich bei ihren Alterssicherungsansprüchen schlechter stellen. Gleichzeitig konnten wir den Beitragssatz 2018 auf 18,6% absenken und stabil halten. Und meine Damen und Herren, damit da keine Mythen entstehen, ich kann mich noch erinnern, dass vor 1998, also vor über 22 Jahren, der Rentenversicherungsbeitrag in Deutschland schon mal weit über 20% war. Insofern ist es eine wichtige Nachricht, dass wir die Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung stabil gehalten haben. Wir haben damit einen wesentlichen Beitrag auch zur Entlastung von Wirtschaft und Beschäftigten geleistet. Und wir haben im Herbst diesen Jahres in diesem Deutschen Bundestag dafür gesorgt, dass Rentnerinnen und Rentner, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allen Dingen, wissen können, mit welchen Ansprüchen sie in der gesetzlichen Rente und in anderen Säulen der Alterssicherung rechnen können mit der digitalen Renteninformation. Vor allen Dingen aber hat dieser Deutsche Bundestag die Grundrente beschlossen, die jetzt zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Das, meine Damen und Herren, ist ein wesentlicher sozialpolitischer Meilenstein, weil es das Vertrauen von Menschen in die Rentenversicherung stärkt. Weil klar ist, dass diejenigen, die den Lebtag gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben, die Angehörige gepflegt haben, mehr verdient haben als das, was sie bisher bekommen haben. Es kann nicht sein, dass Frauen vor allen Dingen aufgrund von viel, viel zu niedrigen Löhnen trotz ihrer Lebensleistung im Alter schlechter gestellt sind. Und deshalb ist dieser Fortschritt der Grundrente ein Herzensanliegen, für mich jedenfalls. Und ich bin froh, dass es in dieser Koalition gelungen ist. Die Debatte ist kurz heute aufgrund der Pandemie. Deshalb in den letzten 30 Sekunden, die ich habe, möchte ich auf Folgendes hinweisen. 16 hat mir der Präsident gerade gesagt, jetzt sind es noch 10. Wir haben noch eine ganze Menge vor der Brust, um Weichen zu stellen, zum Beispiel die Absicherung von Selbstständigen im System der Alterssicherung. Das ist notwendig, gerade in diesen Pandemiezeiten, weil auch für Selbstständige gilt, dass sie nach einem Leben harter Arbeit eine anständige Absicherung im Alter brauchen. Das wird uns in den nächsten Wochen noch zu beschäftigen haben. Insgesamt können wir aber feststellen, dass die Alterssicherung in Deutschland trotz mancher Diskussionen und mancher auch Diffamierung mit der tragenden Säule der gesetzlichen Rentenversicherung gut aufgestellt ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Zu Beginn der Debatte über die Rentenversicherungs- und Alterssicherungsbericht eine Einführung des zuständigen Bundesministers Hubertus Heil. Jetzt kommt es zur Debatte. Erste Rednerin ist Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD. Sie ist Mitglied im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Bürger! Aktuell sind die Zahlen der deutschen Rentenversicherung recht gut.
Wir sollten uns also daran erfreuen, solange dieser Zustand anhält, denn das Ende ist leider absehbar und wird aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Lockdown noch eher kommen. Wenn also im Bericht für das Jahr 2023 ein steigendes Rentenniveau vorausgesagt wird, dann liegt das nicht etwa an den dann steigenden Renten und daran, dass der Arbeitsminister so toll gearbeitet hat, sondern an den durch die Wirtschaftskrise bis dahin sinkenden Einkommen. Denn das Rentenniveau ist nichts anderes als das Verhältnis von durchschnittlichen Arbeitseinkommen zur Standardrente. Und zur Wahrheit gehört auch, die OECD hat unser Rentensystem jüngst zum schlechtesten aller Industriestaaten gekürt. Nirgendwo sonst in den Industriestaaten sind die Sozialbeiträge so hoch wie bei uns und das Rentenniveau so niedrig. Nirgendwo dürfen die Menschen dafür dann auch noch so lange arbeiten. Dazu findet sich aber nichts im Rentenbericht und auch nichts im aktuellen Alterssicherungsbericht. Dabei wäre das durchaus angebracht. Viele Menschen fragen sich zu Recht, wie es sein kann, dass Deutschland Milliardenbeträge in einen europäischen Aufbaufonds verschiebt bzw. dafür bürgt, aus dem dann Länder wie Italien und Spanien ihre üppigen Rentenzahlungen finanzieren. Denn leider, ganz so rosig, wie Sie es darstellen, sieht die Altersversorgung in Deutschland eben nicht aus. Ja, es gibt gut gestellte Rentner. Vor allem aber haben wir einen dramatisch ansteigenden Teil von Rentnern, deren Rente nicht mehr zum Leben reicht. In meinem Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es für 40 Beitragsjahre gerade einmal 1.000 Euro Bruttorente im Durchschnitt. Und davon werden dann auch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Das kann nicht reichen, und das wissen Sie. Vor diesem Hintergrund klingt es wie Hohn, dass Sie zwar im Bericht feststellen, dass das Betriebsrentenstärkungsgesetz bislang weitgehend wirkungslos war und auch, dass die nachgelagerte Besteuerung der Renten das Versorgungsniveau senken wird, aber dann darauf verweisen, dass die Bürger ja privat vorsorgen könnten. Ja, wovon denn? Die viel gepriesene Riester-Rente, auch das wissen wir heute, war ein Schuss in den Ofen. Nach der anfänglichen Euphorie sank die Zahl der Verträge kontinuierlich. Wollen die Menschen nicht mehr privat vorsorgen? Die Antwort ist, sie können nicht. Von allen Beschäftigten, die weniger als 1.500 Euro brutto im Monat verdienen, hat noch nicht einmal die Hälfte eine zusätzliche Altersversorgung und damit ist die Altersarmut vorprogrammiert. Bei mir im Wahlkreis der Mecklenburgischen Seenplatte betrifft das zum Beispiel die Menschen in der Gastronomie und im Tourismus. Bei den Selbstständigen sieht es noch schlimmer aus. Schon heute sind viele ehemals Selbstständige im Alter auf Grundsicherung angewiesen und es werden immer mehr. Diese Entwicklung sehen wir seit Jahren, ohne dass die Bundesregierung irgendetwas dagegen getan hätte. Wir warten immer noch auf die Einbeziehung der Selbstständigen in die Rentenversicherung. Wir warten immer noch darauf, dass die Doppelverbeitragung für Betriebsrentner, deren Verträge vor 2004 abgeschlossen wurden, endlich beseitigt wird. Und wir warten immer noch auf die Umsetzung der angekündigten Hilfen für zahlreiche DDR-Rentner, denen im Zuge der Rentenüberleitung ihre Zusatzversorgung genommen wurde. Und vor allem warten wir immer noch auf eine vorausschauende Wirtschaftspolitik, weil letztendlich nur eine florierende Wirtschaft dafür sorgen kann, dass die Menschen zu guten Löhnen arbeiten können und entsprechend dann in die Rentenkasse einzahlen. Altersarmut, die aktuelle wie die zukünftige, ist letztendlich das Ergebnis dieser Halbherzigkeit. Ich komme zum Ende mit einem Zitat aus dem Gutachten des Sozialbeirates. Damit für möglichst viele eine lebensstandardsichernde Gesamtversorgung gewährleistet wird, muss die Politik den bisherigen Pfad der Alterssicherung überdenken. Zitat Ende. Das, meine Damen und Herren, ist ein Armutszeugnis für die Bilanz des Arbeitsministers und dieser Koalition. Vielen Dank. Es geht in der laufenden Debatte um den Rentenversicherungsbericht und den Alterssicherungsbericht. Das sind ja auch sehr komplexe, umfängliche Konvolute, über die normalerweise diskutiert wird. Hier hat sich der Bundestag nur 30 Minuten Zeit genommen, pandemiebedingt. Das wurde gerade auch schon gesagt. Man wird also innerhalb von 30 Minuten über dieses wichtige Thema reden. Nächster Redner ist Peter Weiß von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gerade in einer Zeit vielfältiger Verunsicherung, wie wir sie derzeit erleben, tut es gut, dass ein nicht auf Vermutungen, sondern auf präzis erhobenen Zahlen beruhender Bericht zeigt, unsere gesetzliche Rente, das Hauptstandbein der Altersversorgung der Menschen in unserem Land, ist stabil, ist gerade in dieser Krise stabil. Und sie hat vor allen Dingen eine ausreichende Rücklage von über 36 Milliarden Euro zum Jahresbeginn 2021, die uns hilft, auch bei wirtschaftlichen Schwankungen und Veränderungen zu sagen, ja, Rente ist sicher in unserem Land und das ist eine tolle Nachricht. Genau.
Klar, die Pandemie wird auch ihre Auswirkungen haben. Die wahrscheinlich nicht gerade tolle Lohnentwicklung des Jahres 2020 wird seine Auswirkung darin haben, dass dann eben 2021 die Renten nicht steigen können. Trotzdem ist schon sicher, dass für die Rentnerinnen und Rentner im Osten es noch mal eine Steigerung geben wird. Auch das ist eine gute Botschaft. Der Osten hält auf. Wir schaffen schnell und zügig die Rentenangleichung Ost-West. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist vom Herrn Bundesminister daran erinnert worden, wir haben ja zurzeit einen, wenn man die letzten Jahrzehnte überblickt, historisch niedrigen Rentenbeitrag von 18,6%. Und wenn man das würdigen will, dann muss man die alten Rentenversicherungsberichte lesen von früheren Jahren. Wenn man die alten lesen würde von vor 10 Jahren, dann müssten wir heute bei 19,9% Rentenversicherungsbeitrag liegen und müssten mit einer Mini-Rücklage in der Rentenversicherung rechnen. Genau das Gegenteil ist der Fall, und es zeigt den Erfolg der letzten Jahrzehnte, in denen wir das Rentensystem stabil gemacht haben, Leistungsverbesserungen eingeführt haben und trotzdem die historisch niedrigsten Beitragssätze haben. Das muss man erst mal hinbekommen. Wir haben es hinbekommen. Der Alterssicherungsbericht, der nur alle 4 Jahre vorzulegen ist und der auf mit über 40.000 Befragungen größten Repräsentativerhebungen zur Altersvorsorge in Deutschland fußt. Nirgendwo gibt es solidere und besser erhobene Zahlen als in diesem Bericht. Zeigt uns, es gibt viel Licht, es gibt auch Schatten. Zum Licht gehört, dass in der Tat die Alterseinkommen der Deutschen in den letzten 10 Jahren gestiegen sind. Zum Licht gehört auch, dass die Verbreitung der privaten und betrieblichen Altersvorsorgen angestiegen ist, allerdings in den letzten Jahren des hohen Beschäftigungsaufwuchses nicht nachgekommen ist. Und das zeigt, das ist einer der Punkte, an denen wir nachsteuern müssen, um die zusätzliche Altersvorsorge zu stärken. Und da spielt natürlich die Frage, wie gerade Geringverdiener hier zu einer zusätzlichen Rente kommen sind, ein entscheidender Punkt. Wir haben ja deswegen diese Geringverdienerförderung eingeführt. Der Alterssicherungsbericht sagt uns, ja, das fängt schon an zu wirken. Ich bin der Auffassung, wir sollten diese Geringverdienerförderung, die eine rein arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge aufbaut, noch mal zusätzlich stärken und vielleicht auch verpflichtend machen. Das Zweite ist das Thema der Selbstständigen. Der Bericht zeigt, wir haben eine große Zahl von Selbstständigen, die ein gutes Einkommen haben, gut fürs Alter vorgesorgt haben, kein Problem. Aber wir haben eben auch eine Gruppe von Selbstständigen, die wenig oder gar nicht fürs Alter vorgesorgt hat, was zu dem Effekt führt, dass der Anteil ehemals Selbstständiger in der Grundsicherung im Alter deutlich höher ist als der früherer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen ist eine verpflichtende Altersversorgung für Selbstständige ebenfalls ein Vorhaben, was aus diesem Altersversorgungsbericht zwingend als Notwendigkeit zu erkennen ist. Wir haben ja im Parlament immer wieder Debatten über niedrige Renten. Die gibt es, ja. Aber vor allem, das zeigt der Bericht, bei denjenigen, die nicht einmal nicht 30 Jahre im Arbeitsleben waren. Und das ist auch eine logische Konsequenz. Dann kann man ja keine Entgeltpunkte angesammelt haben. Das zeigt übrigens auch das Zweite. Meistens, sehr oft, fällt niedrige Rente mit einem sehr hohen Einkommen zusammen. Das wird meistens in Debatten verschwiegen. Weil es sich nämlich um Personen und Mitbürger und Mitbürger handelt, die haben in anderer Art und Weise fürs Alter vorgesorgt, ein gutes Alterseinkommen. Also mit rein der Statistik niedrige Rentenzahlungen ist doch nichts über Altersarmut ausgesagt. Man muss immer gucken, was ist das Gesamteinkommen? Und das sieht man eben in diesem Bericht sehr deutlich herausgearbeitet. Oft ist niedrige Rente im Zusammenhang mit hohem Alterseinkommen, was aus anderen Quellen kommt. Auch das sollte man eben zur Fairness mal zur Kenntnis nehmen. Und dann haben wir auch schon interessante, auch öffentliche Debatten erlebt über das Thema Menschen, die im Rentenalter sind und noch mal arbeiten gehen. Und da finde ich, ist diese Untersuchung hochinteressant. Ja, 24% der Befragten sagen, sie machen das, weil sie dadurch ihre finanzielle Situation verbessern wollen.
Aber noch mal mehr, 27% sagen, sie machen das, weil sie Spaß an der Arbeit haben. Und 22% sagen, weil sie weiterhin eine Aufgabe haben wollen. Und es zeigt doch sehr deutlich, das Bild ist viel bunter. Es ist doch schön, dass viele Menschen im Rentenalter sagen, ich habe Spaß und Freude an Arbeit und deswegen mache ich das. Und das sollten wir ihnen nicht vermiesen und auch nicht schlecht reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesen wenigen Hinweisen will ich einfach nur sagen, dieser Alterssicherungsbericht, für den ich mich ausdrücklich bedanke, weil er so hervorragende Untersuchungen auf breiter Basis enthält, zeigt, wir haben mehr Licht als Schatten in der deutschen Altersversorgung. Wir sind aber aufgerufen, auch die Schattenstellen gründlich zu bearbeiten. Das wollen wir machen. Vielen Dank. Ja, auch ohne diesen letzten Satz ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass Peter Weiß von der CDU-CSU-Fraktion ein glühender Verfechter unseres Renten- und Alterssicherungssystems ist. Er ist ja auch ein langjährig erprobter Sozialpolitiker in seiner Fraktion. Da wird es jetzt allerdings gleich Wasser in den Wein geben. Johannes Vogel von der FDP, Arbeitsmarkt- und rentenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, dieser Bericht zeigt Licht, er zeigt Schatten und er wirft Fragen auf. Erstens Licht, in der Tat. Gott sei Dank ist die finanzielle Situation der meisten Menschen im Alter unserem Land gut. Und gute wirtschaftliche Entwicklung kommt auch bei den Menschen an. Und die meisten, die im Alter noch arbeiten, tun das, weil sie es gerne wollen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der politische Schluss daraus muss doch sein, erstens ein flexibles Rentensystem, wie Schweden uns das vormacht, wo man selber entscheiden kann, wie lange man arbeiten will, und zweitens zielgenaues Vorgehen gegen Altersarmut. Und unsere Kernkritik an Ihrer Grundrente ist, dass die genau das nicht leistet, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist falsch. Schatten, in der Tat. Der Bericht zeigt auch, dass Männer im Alter immer noch erheblich besser abgesichert sind als Frauen. Das zeigt, wie wichtig Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt ist und ein Rentensystem, was zu modernen Lebensläufen passt. Schatten. Der Bericht zeigt, dass, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Peter Weiß hat es eben beklagt, genau dann, als Sie, Horst Seehofer, mit seiner Aussage Riester ist gescheitert, ist ja hier, angefangen haben, die kapitalgedeckte Altersvorsorge schlecht zu reden, dass seitdem die Verbreitung in Deutschland zurückgeht. Und das zeigt doch, wir sollen sie nicht schlecht reden, sondern endlich besser machen. Denn wir brauchen die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Deshalb muss sie endlich einfacher, verbraucherfreundlicher und aktienorientierter werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Fragen. Und die wirft dieser Bericht insbesondere auch auf. Das ist ja der letzte Rentenversicherungsbericht, den wir hier in dieser Legislaturperiode diskutieren. Das heißt auch ein Stück weit die Gesamtbilanz dieser Koalition in der Rentenpolitik. Und da, lieber Hubertus Heil, sehr geehrter Herr Arbeitsminister, will ich mal ein paar Fragen formulieren, die bis heute unbeantwortet sind. Ihr Rentenpaket, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, sorgt dafür, dass wir bis 2030 68 Milliarden Euro zusätzliche Kosten haben, sagt die Deutsche Rentenversicherung. Bis 2035 haben wir schon 80 Milliarden Euro zusätzliche Kosten, sagt ein Mitglied Ihrer Rentenkommission. Übrigens nicht in Summe, sondern Jahr für Jahr. Und wir haben Sie in diesem Plenum schon mehrfach gefragt und Sie beantworten diese Frage bis heute nicht. Wie wollen Sie das künftig finanzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen? Soll der Beitragssatz für die Jüngeren explodieren? Setzen Sie auf wundersame Brotvermehrung im Steuertopf? Wollen Sie, dass die Hälfte des Bundeshaushaltes künftig für den Rentenzuschuss draufgeht? Wir sind jetzt schon auf dem Weg zu einem Drittel. Oder wollen Sie die Steuern erhöhen? Um das mal zu quantifizieren, 80 Milliarden Euro jährlich zusätzliche Kosten, das wären zum Beispiel 6% Mehrwertsteuererhöhung. Oder sollen alle Bürgerinnen und Bürger zwangsweise bis 70 arbeiten? Diese Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, müssen Sie beantworten. Sie tun es bis heute nicht. Und deshalb muss man leider sagen, für die jüngere Generation, denn die müssen das bezahlen, ist das eine katastrophale Bilanz in der Rentenpolitik. Und deshalb zeigt dieser Bericht leider auch, wir müssen bei der Rente endlich anfangen, wieder in Jahrzehnten zu denken und nicht nur bis zum Ende der Legislaturperiode. Ihre Rentenpolitik macht leider das Gegenteil. Und wir sollten in diesem Wahljahr darüber reden, wie wir das in Deutschland wieder ändern können, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Nächster Redner im Bundestag ist Matthias W. Birkwald von der Fraktion Die Linke, Sprecher für Rentenpolitik. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrter Herr Minister, meine Damen und Herren! Ein Vergleich mit Frankreich und Italien aus der Welt am Sonntag in puncto Rente zeigt, es ist höchste Zeit für einen Neustart in der Rentenpolitik. Warum? Die Menschen in Frankreich und Italien geben für ihre Seniorinnen und Senioren deutlich mehr Geld aus als wir. Und darum erhalten Durchschnittsverdienende hierzulande auch nur die Hälfte ihres Nettoeinkommens als Rente. In Frankreich sind es mehr als zwei Drittel und in Italien sogar fast 80%. Und darum dürfen die Menschen in diesen beiden Ländern eher in Rente gehen, denn in Deutschland liegt das tatsächliche Renteneintrittsalter durchschnittlich bei knapp 62 Jahren, in Italien bei fast 61 Jahren und in Frankreich nur bei gut 59 Jahren. Frankreich und Italien liegen auf den Plätzen 2 und 3 bei der Bevölkerung und der Wirtschaftskraft in der Europäischen Union. Sie sind gut mit Deutschland vergleichbar. Mehr Rente vom Netto, früher in Rente und höhere Ausgaben für Rentnerinnen und Rentner. Das zeigt, in Frankreich und in Italien sind die Älteren und die Alten der Gesellschaft deutlich mehr wert als in Deutschland. Und das ist gut so. Und darum brauchen wir endlich Reformen mit Herz, Mut und Verstand. Die Linke sagt, die Rentnerinnen und Rentner von heute, morgen und übermorgen brauchen sichere Renten, die verlässlich vor Altersarmut schützen und den Lebensstandard sichern, und das ohne Maloche bis zum Tode. Der aktuelle Rentenversicherungsbericht und der jüngste Alterssicherungsbericht zeigen deutlich, wie weit der Weg dahin ist. Erstens. Die Renten in Deutschland sind viel zu niedrig. Die durchschnittlich ausgezahlte Rente aller gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner beträgt aktuell nur 1.048 Euro. Und da sind die Witwenrenten schon mit drin. Aber 80% der Rentnerinnen und Rentner erhalten nur eine einzige Rente, und die liegt im Schnitt nur bei 949 Euro. Damit haben zwar nur wenige Menschen Anspruch auf Grundsicherung oder Wohngeld, aber ein würdevolles Leben im Alter ist damit nicht möglich. Steigende Mieten und mehr Ausgaben während der Pandemie drängen diese Menschen an den Rand, und der Sozialstaat lässt sie nach einem harten Arbeitsleben oft im Stich. Zweitens. Die Altersarmut nimmt von Jahr zu Jahr zu, und das ist ein Skandal. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes liegt jeder fünfte Rentnerhaushalt unterhalb der Armutsschwelle, Herr Weiß. Und die liegt nach dessen Konzept bei Alleinlebenden bei 1.074 Euro netto und für einen Zwei-Personen-Haushalt bei 1.611 Euro. Meine Damen und Herren, 20% Arme sind viel zu viel, und daran muss sich jetzt dringend etwas ändern. Statt einer Nullrunde im Juli fordern wir Linken, das Rentenniveau stufenweise wieder auf lebensstandardsichernde 53% anzuheben, wie im Jahr 2000. Dann läge die Durchschnittsrente nämlich nicht mehr bei 1.048 Euro, sondern mit knapp 1.155 Euro, immerhin auch über der Armutsgrenze. Liebe Bundesregierung, liebe Koalition, ich fordere Sie auf. Erstens, bekämpfen Sie die Ursachen zukünftiger Altersarmut mit einem gesetzlichen Mindestlohn zwischen 12 und 13 Euro. Zweitens, streichen Sie die willkürliche 12,5%-Kürzung aus der sogenannten Grundrente. Und letztens, drittens, arbeiten Sie mit uns nach österreichischem Vorbild an einer Einkommens- und vermögensgeprüften solidarischen Mindestrente von 1.200 Euro plus Wohngeld in Städten mit sehr hohen Mieten. Herr Präsident, mein letzter Satz. Meine Damen und Herren, machen Sie endlich Politik für die Menschen statt für Profite. Stärken Sie die gesetzliche Rente, damit Rentnerinnen und Rentner nicht nur in Frankreich und Italien, sondern auch in Deutschland gut leben können. Herzlichen Dank. Der Reigen der Fraktion im Bundestag bei der laufenden Debatte zur Rentenpolitik, der endet jetzt zunächst mal bei den Grünen. Jede Fraktion hat ja Rederecht. Danach kommen noch zwei Redner von SPD und CDU. CSU, das hängt ja auch mit der Stärke hier im Bundestag zusammen, wie viele Abgeordnete, Entschuldigung, die einzelnen Fraktionen haben. Von den Bündnisgrünen Markus Kurt, jetzt Sprecher für Rentenpolitik seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben seit Jahren in einer demografischen Schönwetterphase mit den geburtenstarken Jahrgängen im Erwerbsleben. Wir haben eine bis zur Corona-Pandemie 10-jährige Phase der Hochkonjunktur mit
guter Beschäftigungsentwicklung und guter Lohnentwicklung hinter uns. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn die Rentenfinanzen nicht relativ in Ordnung wären, was sie sind, was sie verschwiegen haben. Aber Herr Heil, Sie schwelgen ja in der Vergangenheit und in der Erinnerung, dass Sie diese wirklich guten Jahre komplett verschenkt haben, um die Rentenversicherung auf die Zukunft vorzubereiten. Ganz im Gegenteil haben Sie mit Mütterrente 1 und 2, Rente mit 63, neue Ausgabenblöcke geschaffen, die aus Steuermitteln hätten finanziert werden müssen und nicht aus Beitragseinnahmen. Das belastet die gesetzliche Rentenversicherung um insgesamt 13 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist die Bilanz von 7 Jahren Großer Koalition. Und dann sprechen Sie, Herr Weiß, von präzisen Zahlen. Tatsache ist, dass dieser Rentenversicherungsbericht die Wirklichkeit verschleiert. Sie sprechen von einem Gesamtversorgungsniveau von 53-55% und nehmen dabei an, dass die Leute vom ersten Tag an in die Riester-Rente einzahlen, dass 4% Rendite dabei herausspringen und dass nicht mehr als 10% Verwaltungskosten fällig werden. Die Wirklichkeit ist, dass gerade mal 11 Millionen Personen von 35 Millionen Berechtigten überhaupt die Riester-Zulagen kriegen, die meisten davon noch nicht mal vollständig. 4% Rendite kriegt man bei einer sicheren Anlage niemals, und die durchschnittlichen Verwaltungskosten sind 25%, so nach Untersuchungen der Stiftung Finanzwende. So. Das ist die Wirklichkeit, und das habe ich auch Ihr Ministerium gefragt. Und das Ministerium, Herr Heil, hat gesagt, das seien alles Modellannahmen. Die Praxis, so nahezu wörtlich, sei irrelevant. Also wenn die Praxis für Sie irrelevant ist, wenn es um so etwas Entscheidendes geht wie das Gesamtversorgungsniveau, dann kann man bei diesem Rentenversicherungsbericht überhaupt nicht von präzisen Zahlen und von der Wirklichkeit sprechen. Und ich sage jetzt ganz klar für Bündnis 90 Die Grünen, das haben wir in unserem Grundsatzprogramm erst jüngst beschlossen, hat ein stabiles Rentenniveau oberste Priorität, weil wir wollen eine verlässliche Einkommensabsicherung für alle. Und wenn wir andere Gruppen in die Rentenversicherung einbeziehen wollen, zum Beispiel die Selbstständigen, dann geht dies nur, wenn diese mehr erwarten können als eine etwas bessere Armutsabsicherung, sondern das geht nur, wenn es eine stabile Einkommensabsicherung gibt. Und das sage ich den Leuten, die vielleicht Angst haben vor der Bürgerversicherung. Mit Bündnis 90 Die Grünen kann man sich darauf verlassen, dass dieses System der gesetzlichen Versicherung intakt und solidarisch bleibt. Danke. Ja, Versorgungsniveau ob 48, 51, 53% ist ja eine statistische Größe in der Rentenversicherung. Das ist im politischen Sprachgebrauch der sogenannte Eckrentner oder die Eckrentnerin. Wie gesagt, eine Durchschnittsgröße, die Wirklichkeit darauf hat. Markus Kurt ja hingewiesen, in der Praxis Ralf sieht Kapschak, oft ganz SPD, anders aus. Nächster Redner, Ralf Kapschak von der SPD, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es sehr gut, dass wir gerade jetzt über die gesetzliche Rente und über Altersversorgung insgesamt reden. Denn viele Menschen, wir haben es schon gehört, haben nicht nur wegen der aktuellen Krise erhebliche Bedenken, wie es denn mit der Rente weitergeht. Das ist gefährlich für das Vertrauen in den Sozialstaat und das ist auch gefährlich für das Vertrauen in Demokratie. Große Teile der Rentnerinnen und Rentner sind auf die gesetzliche Rente als einzige, zumindest als wichtigste Einkommensquelle angewiesen. Das zeigen beide Berichte. Und da hat es auf Druck und Initiative der SPD seit 2014 erhebliche Verbesserungen gegeben mit der Rente mit 63, mit der sogenannten Rente mit 63, mit Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten, mit den Haltelinien für Niveau und Beitrag bis 25 und nicht zuletzt mit der Grundrente. Und wir wollen die gesetzliche Rente weiter stärken. Was Ihre Zukunft angeht, wird ja in diesen Tagen wieder schlicht die Forderung, wir müssen länger arbeiten, weil wir länger leben, angeführt. Anders sei das auf Dauer nicht zu finanzieren. Um es klar zu sagen, mit der SPD ist eine pauschale Erhöhung der Altersgrenze nicht zu machen. Denn eine erneute Heraufsetzung der Altersgrenze bedeutet für Hunderttausende eine Kürzung ihrer Rentenansprüche, derjenigen nämlich, die es schon heute nicht schaffen, bis 65 plus zu arbeiten. Und mit weiter steigendem Renteneintrittsalter würde das umso mehr. Das ist auch eine Verteilungsfrage. Denn Lebenserwartung und damit die Frage, wie lange überhaupt Rente bezogen wird, hängt stark vom sozialen Status und vom Lebensstandard ab.
Konkret, schlecht verdienende Beschäftigte bekommen nicht nur geringere Renten, sie haben oft auch weniger davon, weil sie nicht so lange leben. Gute Arbeit ist auch hier der entscheidende Hebel für eine ordentliche Rente. Wenn man schon die Forderung nach längerem Arbeiten gebetsmühlenartig wiederholt, dann erwarte ich auch konkrete Vorschläge, wie Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit so gestaltet werden können, dass deutlich mehr Beschäftigte die Rente gesund erreichen. Dann erwarte ich auch Lösungen für die, die es wegen einer starken körperlichen Belastung einfach nicht schaffen und mit lebenslangen Abschlägen leben müssen. Dazu hört man aber nichts. Was wir brauchen, sind mehr flexible und sozial abgesicherte Optionen für den Übergang in den Ruhestand. Das Flexirentengesetz kann da eine gute Grundlage für entsprechende Vereinbarungen der Tarifpartner bieten. Da ist noch jede Menge Luft nach oben. Die Forderung nach längerer Lebensarbeitszeit wird ja mit den finanziellen Herausforderungen der Rentenversicherung in den nächsten Jahren begründet. Wir haben da andere Vorschläge. Gute Arbeit mit ordentlichen Löhnen und einer fantasievollen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sind die entscheidenden Stellschrauben für eine gute Rente. Die Beiträge sind bis 2025 gedeckelt, aber, das sage ich auch ganz offen, sie sind nicht in Stein gemeißelt. Daneben braucht es sicher auch in Zukunft erhebliche Steuermittel. Und wir schlagen eine Erwerbstätigenversicherung vor, in die alle einzahlen, auch selbstständige Beamte und Abgeordnete. Das hat auch etwas mit dem Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun und auch mit Vertrauen in Staat und Demokratie. Herzlichen Dank. Soweit Ralf Kapschak von der SPD. Letzter Redner der laufenden Debatte zum Rentenversicherungs- und Alterssicherungsbericht ist jetzt Max Straubinger von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Schluss dieser Debatte zum Rentenversicherungsbericht bzw. zum Alterssicherungsbericht. Und ich glaube, das sind eindrucksvolle Zahlen, die der Bundesminister vorgestellt hat, die auch der Kollege Weiß mit vorgestellt hat, auch natürlich Kollege Kapschak hier verdeutlicht hat. Und dieser Rentenversicherungsbericht zeigt aber auch auf, dass sich die Rentnerinnen und Rentner auf unsere Sicherungssysteme der gesetzlichen Rentenversicherung, aber es ist ja nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, sondern es ist die Beamtenversorgung, es ist die Versorgung in den berufsständischen Versorgungswerken und in der landwirtschaftlichen Alterskasse und in der Knappschaftsversicherung. Also es zeigt, die Rentensituation für die Bürgerinnen und Bürger sind sehr vielfältig, auch aus der Historie heraus. Und das Großartige ist dabei, dass die wenigsten Menschen hier auf Grundsicherung angewiesen sind. 2,5% bei den Altersrenten, bei der Erwerbsminderungsrente sind es etwas mehr. Und selbst die Selbstständigen, wo wir nachdenken darüber, die in eine Versicherungspflicht hier zumindest also mit aufzunehmen, zeigt der Alterssicherungsbericht, dass nur 4,2% der Selbstständigen auf Grundsicherung angewiesen sind. Und hier ist es auch erst zu hinterfragen, aus welchen Gründen dies auch mit entstanden ist. Manche können auch kurz vor einem Alterseintritt unter Umständen mit der Firma Pech haben, dass sie abhängig sind von einem anderen Lieferanten bzw. einem, den sie sehr vieles geliefert haben und dann nicht bezahlt wird. Und das gibt es natürlich auch, also diese Wechselfälle des Lebens. Das zeigt aber auch sehr deutlich, dass wir dann mit dem Instrument der Grundsicherung, das vielfältigst hier in der Regel in der Debatten nicht so großartig geschätzt wird, sondern eigentlich negativ behaftet ist, wie ein großartiges soziales Sicherungssystem für die Wechselfälle, des Lebens haben. Herr Kollege Straubinger, der Kollege Springer, AfD, würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte. Ja, sehr geehrter Kollege Straubinger, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie erwähnten ja gerade Ihren Fraktionskollegen Peter Weiß, der vorhin einen Redebeitrag gehalten hat.
Ich würde auch noch mal auf diesen Redebeitrag zu sprechen kommen und Ihnen dazu eine Frage stellen. Vorher mal kurz einleiten, worum es vorhin in dem Redebeitrag von Peter Weiß ging. Wir haben im letzten Jahr 1,29 Millionen Rentner gehabt, die neben ihrer Rente einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Ihr Fraktionskollege sagte, dass es ideale Gründe dafür gäbe, zum Beispiel Spaß an der Arbeit oder einfach nützlich sein wollen. Und in der Tat sagen Studien, dass das so ist. Andere Studien, und das sind die Studien, die Ihnen auch sehr wohl bekannt sind, nämlich die des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sagen hingegen nach statistischen Erhebungen, dass 70% der Frauen, die einer Erwerbstätigkeit während der Rente nachgehen, dies tun, weil das Geld nicht reicht. Bei den Männern sind es 53%. Meine Frage an Sie wären, wie bewerten Sie das, dass Ihr Kollege Peter Weiß die Öffentlichkeit so täuscht über die Fakten hinweg, die er selber kennen sollte als Sozialpolitiker? Und was sagen diese Zahlen eigentlich aus über Ihre vergangenen Leistungen hinsichtlich der Rentenpolitik im Land, über die Leistung der Bundesregierung bei der Ausgestaltung der Rente, die offenbar nicht mehr reicht, um ohne Arbeit im Lebensalter würdevoll leben zu können? Vielen Dank. Herr Kollege, die Darstellung des Kollegen Weiß kann ich nur noch bestätigen und untermauern. Und allein schon, wenn ich in Ihre Reihen schaue, da muss ich feststellen, dass sehr viele dabei sind, die im Alter noch arbeiten wollen, vom Fraktionsvorsitzenden begonnen. Also es ist offensichtlich durchaus möglich, dass man viel Freude hat, wenn man noch im gesetzteren Alter ist, dass man dann auch noch arbeiten will. Und von daher ist das, was der Kollege Weiß dargestellt hat, durchaus sehr nachvollziehbar und wird auch in den Rentenversicherungen, im Alterssicherungsbericht hier auch mit manifestiert. Ich verstehe gar nicht, dass Sie das anzweifeln. Vor allen Dingen, da ja Sie bisher in der Rentenversicherung nur überhaupt kein Konzept haben. Sie wissen ja immer noch nicht, Ihre Fraktion nach jetzt durchaus fast 4 Jahren Zugehörigkeit in den Deutschen Bundestag, aber doch schon eines etwas längeren Bestehens der Partei, ob Sie sich zwischen der Abschaffung der Rentenversicherung und der kapitalgedeckten Altersvorsorge entscheiden sollen oder nicht. Denn das, was Sie verabschiedet haben, das war ein rentenpolitisches Wischiwaschi. Anders kann man es ja nicht nennen jetzt einmal. Also in keinster Weise etwas dafür angetan, dass die Menschen damit in der Zukunft sich sehnen danach und sagen, also diese Alterssicherung, die uns die AfD auftischt, das wäre wirklich eine tolle Nummer. Also das muss man da wirklich sehen. Da ist es tatsächlich so, dass man so lange arbeiten muss wie Ihr Fraktionsvorsitzender jetzt einmal in Ihrem Leben. Das ist hier letztendlich die Konsequenz daraus. Also von daher, Sie brauchen uns hier keine Belehrungen, also auch mit auf den Weg geben. Das Zweite ist dann, dass im Alter sich zu betätigen, auch sicherlich zukünftig wir darüber noch reden müssen. Denn wir haben da ungefähr die Situation, 80 Jahre erreichen die Menschen in unserem Land. Dann reden wir von 1 bis 20 ungefähr Schulausbildung und Sonstiges, bis man ins Berufsleben kommt. Wir haben mittlerweile eine fast durchschnittliche Rentenbezugszeit von knapp 20 Jahren. Also das bedeutet 20 auf der einen Seite, 20 auf der Restseite. Also es heißt nicht mal lochen bis zum Umfallen, lieber Herr Birkwald, wie Sie ausgedrückt haben, sondern fast 20 Jahre Rentenbezugszeit ist das eine ganz andere Geschichte. Dann müssen wir auch nachdenken darüber, wenn wir 40 Jahre arbeiten und die Lebenserwartung noch steigt, wie wir das auf die Gesellschaft verteilen. Diese Fragen hat der Kollege Vogel ja auch aufgeworfen, leider nicht beantwortet derzeit, weil das ist eine Herausforderung an uns alle. Und ich glaube, da ist das Wichtigste dabei, Herr Kollege Vogel, das Wichtigste dabei ist, dass wir eine starke Wirtschaft haben und dass wir eine hohe Erwerbstätigen-Situation mit haben. Die haben wir jetzt in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Ich sage ganz offen, dass ich schon etwas zurückhaltend bin, wenn ich feststellen muss, dass im letzten Jahr die Erwerbstätigkeit um 500.000 Menschen gefallen ist. Das bereitet Sorgen insgesamt natürlich für die
soziale Sicherung der Menschen. Das ist nicht nur die Rente, sondern das wird sicherlich sich irgendwann Auswirkungen haben bei der Gesundheit, auch bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Pflegeversicherung. Und deshalb ist es sehr entscheidend, darauf zu achten, eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage in unserem Land zu erhalten. Und das ist, werte Kolleginnen und Kollegen, nur zu erreichen, wenn wir weiterhin den Zugang zu den Weltmärkten haben. Da danke ich der Bundeskanzlerin also gerade auch für ihr Eintreten, hier Investitionsabkommen mit China zu schaffen. Das sind alles Dinge, und Kanada und Mercosur-Abkommen und dergleichen mehr, alles, was verschiedentlich kritisch diskutiert wird, gerade von der linken Seite und von der rechten Seite, das sind die Grundlagen für unseren wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand. Und um das wird es gehen, in der Zukunft hier die richtigen Weichenstellungen zu tätigen. Die Union wird das auf alle Fälle gewährleisten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.